Was ist? Ich war beim Friseur. Stefan! Wie viel Restgas hast du eigentlich? Ziehst du Vollspann aufs Tor? Haben wir hier einen Glühwein mit Schuss? Ah, jetzt einen richtig geilen Glühwein. Oder wie meine Jungs sagen, Grand Hot Orange Ziehharmonen Redwein. Und vor jetzt, ja. Ja, hier hältst du es echt nur aus mit einem Vertrag auf Lebenszeit. Wie so ein Beamter. Oder wie dem Yogi beim DFB. Kannst die größte Kacke bauen, fliegst aber nicht raus. Stefan! Spielst du Sonntag bitte den Nikolaus? Ja? Du gehst ja jetzt schon allen auf den Sack. Mann, ey. Warum hält den DFB an Jogi Löw fest? Das ist so wie im Breakdancer auf einer kranker Kirmes. Ne? Du steigst da ein, dann schnallst dich an, Bügel runter, dann kommt die Ansage, die nächste Fahrt geht rückwärts, bitte festhalten. Dem DFB macht das genauso wie der Breakdancer, nur ohne Anschnallen und Bügel. Oder anders gesagt, ne? In der Liebe heißt es. Auf alten Pferden lernst du es reiten. Ja, nützt aber nichts, wenn der Gaul schon tot ist. Andi, am Adventskranz brennen maximal 4 Kerzen. Warum hast du denn schon wieder alle Lampen an? Ja, und auf Schalke, da gibt es zum Adventskaffee Baumkuchen. Ich sehe schon die Schlagzeile, ne? Schalke 04 verpflichtet Reinhold Messner. Ja, sicher. Der kennt sich doch aus in Sachen Abstieg. Ferdinand! Da warst du mal kurz motiviert, ne? Aber jetzt hast du dich wieder im Griff. Super. Bis zur historischen Negativmarke von Tasmania Berlin. 1965-66 war das bei Tasmania. Da fehlen dem Schalke nur noch 6 Spiele ohne Sieg. Oder wie wir sagen, wir haben einen Lauf. Andi, wie ist denn dein Laufweg? Mach mal wie Knecht Ruprecht. Such mal eine Route. Ja, und Topspiel in der Bundesliga. Weißbier trifft auf Gummibärchensaft. Bayern gegen Red Bull Leipzig. Ne? Das heißt ja, Red Bull verleiht Flügel. Ja, brauchst du nur jemand, der Klavier spielen kann. So, Männer. Nächste Woche machen wir Weihnachtsplätzchen. Dann kriegt ihr endlich mal was gebacken. Kann die Truppe von Bruno gleich mitkommen, ne? Derby, Hertha, Union. Ich glaub ja, ne? Der Kruse, der kann in der einen Hand Shisha rauchen und mit der anderen Hand Blackjack spielen. Da macht er immer noch 2 Buden gegen Hertha. Hermann! Nicht am Pencil kauen! Nur wenn die anderen angreifen. Mit dem Hermann haben wir hier so 2 Schnüre, wie eine Schuljacke früher gemacht. Wo, hör auf dran zu kauen! Ja, wo man so früher als Schüler mal dran genuckelt hat und gekaut hat, ne? Mit Beefy-Geschmack. Dann hat er keinen Hunger. Boah, ey, das ist ein Trottel, ey. Den habe ich letzte Woche erstmal auf dem Supermarkt abgeholt. Da ist er rausgeflogen, ne? Hat am Adventskalender alle Türchen aufgemacht, an jedem. Und geht zum Filialleiter und sagt zu dem, Mensch, ihr seid ja aber ganz schön im Rückstand. Ach, Rückstand. Das ist das Wort, was bei uns im Vereinsnamen noch fehlt. Hey, Schiri! Ja was? Entspann dich, entspann dich! Sag das mal zu deiner Ollen! Hast du Weihnachten deine Ruhe? Nicht!